пушистый телефон. Аккуратно, там катается качель. Аня, ты пошли? Да, оно. Was Sie jetzt erzählt haben, dass Sie eine zu hohe Population von Hirschen haben. Schützen, ja, aber dann nicht bis zum Abwinken. Man muss dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt kann sich die Natur wieder selber das Gleichgewicht bilden. Es sind zwei Kinder. Pro Kind ein Spiel. Wie viele Kinder haben wir jetzt? Also, wir stehen jetzt hier. Hier wollen wir rum. Soll ich den Rucksack nehmen, Markus? Ja, mach, ich kann schon nehmen. Ach, guck mal, da geht's doch schon los, oder? Ja. Blutgänse, gell? Oh, schau mal, jetzt kommen die. Ja, aber der Kuss meint die Gänse. Mit dem gelben Köpfen. Da war es. Ganz flauschig. Ja, es sind keine da. Wir haben auch schon was reingeschmissen. Es kommen keine Fische. Die einzigen Gänse, die was fressen, da kannst du es hinschmeißen. Es kommen keine Fische hier. Ja, die Gänse, gell? Dann gehen wir weiter. Komm, wir gehen mal weiter. Ja. Oh, die rotköpfige da, ne? Da, ihr Gänse, ihr. Ja,
Rundgang. Was sind das hier eigentlich für Affen? Ja. Das sieht aber auch aus wie ein Dschungel hier, ohne diese Bäume da. Okay, weil der hinten an dem Holz ist, ne? Der fühlt sich dann, glaube ich, nicht von uns gestört. Ja, so. Der ganz nah dran ist. Guck mal, da unten kommt noch eine. Und da habe ich eine. Da kommt noch eine, ne?
Aber der ist Wurzeln, ne? Ja, da, da klettert er noch. Schwimmer oder so wieder. Vielleicht ist der Wurzeln da mit der Raumnase. Guck. Oh oh, was ist da los bei dem hier? Ja, Affenzirkus, ne? Da hin, ja? Da gibt es Stress. Ja, ja, das. Ja, das wird älter. Komm mal hier, hier ran. Genau. Wir werden alle weiterlaufen. Nee, da kann, da fahren keine Autos. Die will, hey, hey, weil man das dann nicht kann. Gell? Oh, kannst du so gut sehen? Ich bin so gut. Ich will doch nicht sagen, Männer. Ja? Ja, das war schön. Komm mal. Die sind goldig, gell? Und siehst du? Bei uns? 1000 Meter. Okay. Nein,
Felsen. Okay. Hinten. Na gut. Scheint sie zu gefallen, ne? Weiß ich nicht. Eins und eins. Eins und eins. Das ist wichtig, wie wir uns Fragen richtig hatten. Also, zwei Fragen sind richtig. Ich glaube, ja. Valentin, willst du nicht den Affen beobachten? Das ist besser. Ja. Accepted, huh? Yeah.
Challenge hier. Der Tree Walk. In Bana bakın, içiniz bana bakın. Auf dem Affenpark. Şimdi bakın bana ki, Miray bak, sen de Miray bak, sen de bak. Hadi Miray. Da wackelt aber schon, gell? Wie ein Kuhschwanz. Jetzt im Training hier vom Bad Wildbad noch. Die Hängebrücke dort. Ja, hier steigen wir auf zur Weltelite. Ich dachte, dass man die Eiche noch sehen würde, aber das ist wohl hier extra. Und ein Stoß ist so wie ein Aufprall mit 25 km/h. Was? Ein Stoß? Ja, ein Stoß von ihm. Oh ja, den kriegen wir gleich noch beim Vorbeilaufen. Hat's doch ein paar hier, hä? Ah, ist okay. So viele Leute drauf. Ist rot. Stau hier, rote Ampel. Ja. Drin, ha? Super. Jetzt hängen wir hier durch. Auf 15 Meter. Ja, da unten. Ja, die sitzen da unter den Büschen da, gell? Da springen wir jetzt. Kann man noch ein bisschen reden? Ja, das ist
Das bin ich, oder? Ja, genauso verrückt. Oh, ja. Würde das sterben von dort? Ich bin das gewohnt, weil ich auch. Und deshalb bin ich nicht nur nachts im Dunkeln zur Welt, sondern zusätzlich hoch und oben in den Bäumen. Da sind sie geschützt vor den Feinden. Ja, stell dir mal vor, sitzt da unten kriegt sein Kind. Ich glaube, dass sie runterfällt. Hat er da unten einen Eimer, wo er fressen kann? Ja, das ist da. Ja, da ist, kommst du wieder, ja. Ja, stimmt, das ist ja nicht. Ja, das Kleine kommt wieder, ja. Mal schauen, jetzt geht mal eine rauf auf der Rote. Da klettert sie wieder, ja. Jetzt geht mal rauf auf Rote. Springt da der Kleine? Aber je nachdem, wie man sieht, ja. Der hat noch viel Power, gell? Ja, echt schön, dass die jetzt aktiv sind, wenn wir da rumfliegen. Oh ja, das ist eine ganze Familie. Du bist gerade 12 Meter hoch, kannst du jetzt nicht. Ja. Okay. Nein, wir brauchen da keinen. Nee, da brauchen wir auch keinen. Ja? Mach mal fertig, ich rufe mal an und wie gesagt, du rufst mich morgen. Ja? Alles klar, wenn was ist, versuchst du mir auf die Nummern anzurufen, ne? Selbst auf der Brücke. Ja? Okay, ciao. Da auf dem Asch, gell? Ach Gott. Und da oben ist der Chef. Da hängt ein Futter einmal. Der ist da oben am Start, schau mal. Krass. Ja. Ich stelle mal vor, da kackt er jetzt auf den Kopf. Nee, da macht den Schraum los. Gabriel, da macht den Schraum los. Nee, dass du rüberkommst, ja. Da würde ich auch mal schwingen sehen. Glaube ich auch. Dass er die Schrauben rausdreht, stimmt schon bedenklich irgendwie.
Ja, nee. Alles. Nicht, gell? Ja. Das ist nicht hier. Der labt sich hier, gell? Ja, du. Hast gut gemacht. Hat er gekackt? Nee. Ja, du. Solange er jetzt nicht irgendwie kackt. Aber sei froh, das Werkzeug hat er scheinbar nicht dabei. Ah, du! Ach, okay. Er kontrolliert nur. Und macht die los. Das ist geil. Ja, du. Nee, schon Männle. Was ist das? Schiff, sag ich doch. Wo ist er? So ist doch eine Scheißposition fürs Bild. Ist das jetzt zu TÜV Süd oder? Ja, du. Gott, was hat denn da dein Handy geklaut? Ja, du. Wahnsinn. Hinterher! Was ist das für ein Geld. Ah, Potika. Hier. Ja. Das ist ein Äffchen hier. Ne?
welche, genau. Ein Äffchen. Oh, diese Kacke gemacht. Okay. Coole Geschichte. Ja. Hier am Affenberg Salem. Bevor ich gleich im Anschluss etwas Futter an unsere Affen verteile, noch einige Worte vorab zu unseren Berberaffen. Wir befinden uns inmitten einer ganz außergewöhnlichen Affenpopulation. Unsere Berberaffen hier in Salem unterscheiden sich im Verhalten kaum zu denen wie in freier Wildbahn. Das ist nicht selbstverständlich und liegt insbesondere an der sehr naturnahen Haltung. Tut ihr mir noch den Gefallen und steht bitte hinter die Barriere, keine Füße auf die Fütterungswiese. Dankeschön. Was ihr eben gesehen habt, war nur eine kleine Zwischenmahlzeit. Die eigentliche Hauptfütterung findet jeweils am Morgen statt. Dabei verteilen wir großflächig Gemüse, Früchte und Getreide. Durch das weiträumige Verteilen stellen wir sicher, dass auch wirklich alle Tiere Zugang zum Futter haben und sich nicht darum streiten müssen. Aber was glaubt ihr? Was fressen unsere Berberaffen außerdem? Das konntet ihr vielleicht schon beobachten. Baumrinde, genau, gut beobachtet. Bananen kriegen sie ja von uns. Zusätzlich finden unsere Affen auch einiges an natürlicher Nahrung hier im Park. Zum Beispiel Gräser, Blätter, junge Triebe der Buche, insbesondere im Frühling, und Buchecker im Herbst. Berberaffen sind aber keine reinen Vegetarier, denn sie fressen auch tierische Nahrung, wie Insekten. Zum Beispiel Ameiseneier, Heuschrecken, verschiedene Larven, aber auch Spinnen. In ihrer Heimat sogar Skorpione. Daher zählen die Berberaffen zu den Allesfressern. Man kann erkennen, dass die Männchen größer sind als die Weibchen. Am besten jedoch könnt ihr die Geschlechter unterscheiden, wenn man ihnen aufs Hinterteil blickt. Ausnahmsweise dürft ihr das bei unseren Weibchen noch einmal tun.
Nur das weibliche Hinterteil weist eine fellose Schwellung auf, die sogenannte Brunftschwellung. Diese schwillt zur Paarungszeit zusätzlich an und zeigt den Männchen ihre Paarungsbereitschaft. Zugegeben, für uns nicht ganz nachvollziehbar, aber unsere Jungs, auch der Johnny hier vorne, die finden die echt toll. Apropos Paarung, was meint ihr? Kennt ein Jungtier seine Eltern? Wen kennst du denn auf jeden Fall? Die Mama. Und das ist auch schon alles. Es weiß, wer seine Mama ist. Es weiß aber nicht, wer sein Papa ist. Denn während der Brunftzeit verpaaren sich Männchen wie Weibchen mit mehreren Partnern. Und so bleibt die Vaterschaft stets unbekannt. Trotzdem kümmern sich die Werwolf-Männchen gerne und hingebungsvoll um die Babys. Ganz unabhängig von der Vaterschaft. Auf dem Weg hierher habt ihr bestimmt schon einige Jungtiere in verschiedenen Größen gesehen. Da dürft ihr mir gerade mal helfen suchen. Welches ist der jüngste Affe auf dem Platz? Tatsächlich genau der da drüben. Das ist einer von unseren Jährlingen. Dann haben wir hier jetzt gerade so einen Zweijährigen. Und der hier drüben, der ist schon circa 4 Jahre. Die weiblichen Werwolfaffen sind mit etwa 6 Jahren ausgewachsen. Die Männchen sogar erst gegen 8 Jahre. Ihr seht, Werwolfaffen entwickeln sich langsam. Alle Affen, die wir jetzt hier bei der Fütterung gesehen haben, gehören zu einer Gruppe. Manche Mitglieder mögen sich mehr, die anderen ein bisschen weniger. Spannend hierbei ist die Rangordnung. Ihr habt bestimmt schon bemerkt, wie ein Affe dem anderen ausgewichen ist oder sogar verjagt wurde. Hierbei geht es um Futterneid. Der Rang niedrigere muss dem Rang höheren immer den Vortritt lassen. Wenn wir jetzt eine Rangordnung haben, muss es natürlich auch eine Spitze geben. Was glaubt ihr, wer steht denn an so einer Werwolfengruppenspitze? Sagt ihr Männchen oder sagt ihr Weibchen? Männchen! Weibchen, ich höre gerade beides. Wisst ihr was? Wir machen einfach eine schnelle Abstimmung. Einmal bitte Hände hoch, wer fürs Weibchen ist. Da haben wir ein paar Hände, danke schön. Dann einmal bitte Hände hoch, wer fürs Männchen ist. Das sind fast genauso viele. Okay, super, danke. Dann löse ich das Ganze mal auf. An der Spitze von so einer Werwolfengruppe steht immer ein... Männchen. Weibchen. Chef. Ausgewachsene Männchen sind in Weibchen körperlich klar überlegen. Aber keine Sorge, auch die rangniedrigsten Weibchen haben unter optimalen Haltungsbedingungen wie hier am Affenwerk ein schönes Leben. Soweit mal Spannendes und Wissenswertes über das Leben unserer Werwolfaffen. Ich habe euch jetzt noch 3 Hinweise. Der erste geht an die Kinder, die ein Fragespiel an der Kasse erhalten haben. Füllt den Losabschnitt aus und werft ihn unten am Souvenirladen in die Box. Es gibt ganz tolle Sachen zu gewinnen. Der zweite ist für diejenigen, die bei der Schnitzeljagd mitmachen und unsere Amia suchen. Sie wurde zuletzt am Stegen gesehen. Und der dritte für die, die etwas später dazugekommen sind und vielleicht nochmal eine ganze Fütterung sehen möchten. Die nächste Fütterung ist um 15.10 Uhr den Rundweg weiter runter an der großen Lerche. Habt ihr jetzt noch Fragen an mich, dann würde ich mich freuen, zu beantworten. Dankeschön, danke.
ist der Po voll angeschwollen. Jetzt wissen wir endlich, warum Kim Kardashian und ihre Klone auf so einem Trip sind. Geschwollener Po. Das fein? Jetzt nichts mehr werfen. Komm mal her. Irgendwo hinlegen, okay? Verstanden? Nee, da darfst du nicht hin. Nein, das ist zu Hause von den Affen. Da darfst du nicht hin. Da sind nur die Affen. Chef, hä? Hm? Ja, wo da oben. Das ist vielleicht eine andere Familie. Irgendwie. Mhm. Mm-hmm.
Ja, du, ne? Ja, welche Weible. Guck mal den Arsch an. Ja, genau, ja. Wendler am Start. Ja, der ist wirklich prall. Wie sind die erwachsen? Richtig prall. Mit ganz viel Essen für die Affen. Guck mal, da muss ich gleich gucken, was die Affen bestellen. Ja, wenn wir rausgelaufen sind, auf die Affen, dann sind wir so schön und wir gehen dann darf uns das nehmen. Bitte dein Kinderwagen, dann hör auf und benehmen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer unserer Affenfütterungen hier am Affenberg Saale. Bevor ich gleich im Anschluss etwas Futter an die Affen verteile, noch einige Worte vorab zu unseren Werbeaffen. Wir befinden uns hier inmitten einer ganz außergewöhnlichen Affenpopulation. Unsere Berberaffen unterscheiden sich im Verhalten nur kaum von denen in freier Wildbahn. Dies ist nicht selbstverständlich und liegt insbesondere an der sehr naturnahen Haltung. Wie wir sehen, können sich die Affen in einem Waldgebiet von 20 Hektar vollkommen frei bewegen. Diese optimalen Haltungsbedingungen sind auch der Grund dafür, dass wir, der Affenberg Saale, zusammen mit unseren Partnerparks in Frankreich und England den weltweit wichtigsten, auswilderungsfähigen Reservebestand an Berberaffen stellen. Das heißt, unsere drei Affengruppen sind tatsächlich auch in der Lage, in freier Wildbahn zu überleben. Dies ist äußerst wichtig, denn Berberaffen stehen auf der roten Liste bedrohter Tierarten und sind stark gefährdet. Im Freiland gibt es mittlerweile weniger als 8000 Berberaffen mit abnehmender Tendenz. Und bei gleichbleibender Entwicklung werden sie dieses Jahrhundert noch aussterben. Was sind wohl die Gründe hierfür? Neben der Zerstörung des Lebensraums durch den Menschen und sein Vieh ist auch der illegale Tierhandel mit Affenbabys ein großes Problem freilebender Berberaffen. Aber jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Warum sollte man denn so einen süßen kleinen Berberaffen wie hier nicht als Haustier halten? Wen würde der wohl vermissen? Ihr dürft ganz laut reinrufen. Seine Familie, seine Mama, genau. Und was noch, wenn wir uns hier so umschauen? Die Natur, den Wald. Berberaffen sind wie alle anderen Affenarten auch keine Haustiere. Sie brauchen ihren Wald, ihre Gruppe, Freunde und Verwandte, ohne die sie ein trauriges Leben hätten. Um der rückläufigen Entwicklung freilebender Berberaffen entgegenzuwirken, unterstützen wir Schutzprojekte in Marokko. Und auch ihr könnt einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Affen leisten, indem ihr Tiershows meidet, denn in denen haben die Tiere ein unglückliches Leben. So, jetzt warten aber einige von euch sicherlich schon ganz gespannt auf die Fütterung. Danach erzähle ich noch einige Minuten etwas über das Leben unserer Berberaffen. Der macht ihn wohl.
So, das, was ihr nun gesehen habt, das war nur eine kleine Zwischenmahlzeit. Die eigentliche Abfütterung, die findet jeweils am Morgen statt. Dabei verteilen wir weiträumig Früchte, Gemüse und Getreide. Durch das großflächige Verteilen stellen wir sicher, dass auch wirklich alle Affen Zugang zum Futter haben und sie sich nicht darum streiten müssen. Aber was glaubt ihr, was fressen unsere Werbeaffen außerdem? Das konntet ihr vielleicht schon beobachten. Obst? Ja, so einfach macht es euch nicht. Das bekommen sie ja von uns. Was finden die hier noch so im Wald? Blätter, genau. Die Werbeaffen finden hier im Wald noch einiges an natürlicher Nahrung. Die Blätter, Gräser, die Jungtriebe der Buchen, insbesondere im Frühjahr, und die Bucheckern im Herbst. Werbeaffen sind aber keine reinen Vegetarier, denn sie fressen auch einiges an tierischer Nahrung, wie Insekten. Zum Beispiel Ameiseneier, Heuschrecken, verschiedenste Larven, aber auch Spinnen und in ihrer Heimat sogar Skorpione. Daher gehören die Berberaffen zu den Allesfressern. Wie der Name Berberaffe schon andeutet, liegt ihr Verbreitungsgebiet im Land der Berber. Das bedeutet, sie kommen aus den Gebirgsregionen Marokkos und Algeriens. Dort leben sie hauptsächlich in Eichen- und Zedernwäldern, bis in Höhen von über 2000 Metern. Ihr könnt euch bestimmt gut vorstellen, dass es in solchen Höhen durchaus kalt werden kann und die Winter schneereich sind. Der Sommer hingegen ist heiß und trocken. Also ist das Klima dort ganz ähnlich wie hier am Bodensee. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Werbeaffen bei uns das ganze Jahr über im Freien bleiben. Man könnte sagen, sie fühlen sich fast wie zu Hause. Die Werbeaffen sind auch hervorragend an diese klimatischen Herausforderungen angepasst. Unter anderem wechseln sie, ähnlich wie unser einheimisches Wild, ihr Fell. Das heißt, im Winter haben sie ein langes, dichtes Winterfell, welches jetzt zum Frühjahr bis Frühsommer ausfällt. Es kommt ein kurzes Sommerfell nach, was wiederum im Herbst auswächst. Auch die Fortpflanzung ist den Jahreszeiten bestens angepasst. So haben die Werbeaffen nur zu einer bestimmten Jahreszeit ihre Jungen. Was denkt ihr denn, wann kommen bei den Werbeaffen die Babys auf die Welt? Im Frühling, genau, nach einer Tragzeit von 5,5 Monaten. Die Paarung ist somit im Herbst bis Frühwinter. Aber warum denn jetzt ausgerechnet das Frühjahr und nicht der Winter? Was wäre es so einem Kleinen wohl im Winter? Zu kalt. Ein kleines Neugeborenes mit seinem noch dünnen schwarzen Fell hätte in der Winterkälte kaum eine Chance zu überleben. Außerdem hat es so vom Frühjahr bis zum Winter die maximale Zeit zu wachsen und das Fell das erste Mal zu wechseln. Aber was für Vorteile birgt das Frühjahr noch, wenn wir mal an die säugenden Mütter denken? Es gibt mehr Nahrung. Für die Mütter ist die Milchproduktion äußerst kostspielig. Ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Nahrungsangebot ist für diese daher sehr wichtig. Im Frühjahr sprießen alle Pflanzen wieder, Insekten kommen zum Vorschein und es gibt reichhaltige Nahrung im Überfluss. Also beste Voraussetzungen für unsere Berberaffenmütter. So, jetzt haben sich hier einige Affen versammelt. Da kann ich die Gelegenheit nutzen und euch mal affenfit machen und zeigen, wie ihr Männchen von Weibchen unterscheiden könnt. Und zwar nehmen wir hierfür zwei ausgewachsene Tiere. Einmal hier so schräg hinter mir und einmal... Ich weiß nicht, ob den alle sehen, hier vorne am Baum oder alternativ da drüben am Salat. Die sind ein Geschlecht und hinter mir ist das andere. Eins ist ein Männchen, eins ist ein Weibchen. Ihr dürft mir einmal auf die Männchen zeigen. Die Männchen, genau hier vorne, die zwei. Man kann erkennen, dass die Männchen etwas größer sind als die Weibchen.
Am besten kann man Geschlechter aber unterscheiden, wenn man denen aufs Hinterteil schaut. Ausnahmsweise dürft ihr das gerade bei den Weibchen mal tun. Denn nur das weibliche Hinterteil weist eine felllose Schwellung auf, die sogenannte Brunftschwellung. Diese schwillt zur Paarungszeit noch einmal zusätzlich an und signalisiert so dem Männchen die Paarungsbereitschaft. Zugegeben, für uns nicht ganz nachvollziehbar, aber die Männchen wie er hier oder auch hier drüben, die finden es echt toll. Apropos Paarung, die Jungtiere hier, kennen die ihre Eltern? Wen kennen sie denn auf jeden Fall? Die Mama, und das ist es auch schon. Sie wissen, wer die Mama ist, kennen den Papa aber nicht. Während der Brunftzeit verpaaren sich Männchen wie Weibchen mit mehreren Partnern. Und so bleibt die Vaterschaft stets unbekannt. Trotzdem kümmern sich die Berberaffenmännchen gerne und hingebungsvoll um die Babys. Ganz unabhängig von der Vaterschaft. Auf dem Weg hierher habt ihr mit Sicherheit jetzt schon einige Jungtiere in verschiedenen Größen gesehen. Helft mir doch mal suchen, welches der jüngste Affe auf dem Platz sein könnte. Zeigt mal drauf, damit ich ihn auch finde. Genau, der Kleine hier, der ist jetzt etwa ein Jahr alt. Hier am Eimer haben wir noch einen Dreijährigen sitzen. Die Weibchen sind dann mit etwa 6 Jahren ausgewachsen und die Männchen sogar erst gegen 8 Jahre. Ihr seht, Berberaffen entwickeln sich langsam. Alle Affen, die jetzt hier bei der Fütterung sind und waren, die gehören zu einer Gruppe. Manche Mitglieder mögen sich mehr, andere weniger. Spannend dabei ist die Rangordnung. Sicherlich konntet ihr schon beobachten, wie ein Affe dem anderen ausgewichen ist oder sogar verjagt wurde. Hierbei geht es um Futterneid. Der Rangniedrigere muss dem Ranghöheren natürlich immer den Vortritt lassen. Und wenn wir jetzt eine Rangordnung haben, dann muss es selbstverständlich auch eine Spitze geben. Wer steht denn an der Spitze einer Berberaffengruppe? Ein Männchen oder ein Weibchen? Ich würde sagen, wir machen eine kurze Abstimmung, dann kann jeder von euch mitmachen. Einmal Hand hoch, wer für das Weibchen ist. Da gehen ein paar Hände hoch, dann machen wir mal die Gegenprobe. Wer ist für das Männchen? Das ist die eindeutige Mehrheit. Dann löse ich das Ganze mal auf. An der Spitze einer Berberaffengruppe steht immer Chef. Ein Chef. Genau, ihr habt recht. Ausgewachsene Männchen sind allen Weibchen körperlich klar überlegen. Chef dieser Gruppe, das ist der Robin Hood. Habt ihr denn eine Idee, wie der Robin Hood Chef geworden ist? Was musste der wohl machen? Ja, du? Kämpfen, ja. Er hat gekämpft, er hat auch gewonnen. Aber entscheidend dabei war nicht seine Kraft allein. Kleiner Tipp, wie wird man denn Klassensprecher? Ja? Durch eine Wahl, genau. Und zwar von wem wirst du gewählt? Von deinen besten Freunden. Genau, und so ähnlich ist das auch bei den Berberaffen. Chef ist stets ein ausgewachsenes Männchen. Meist im besten Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Entscheidend ist es aber, dass er es schafft, Helfer zu finden. Also andere, möglichst hochrangige Männchen, die ihn unterstützen. Denn einer alleine gegen alle hat natürlich keine Chance. Auch bei den Weibchen gibt es ein Ranghöchstes. Die Weibchen erhalten ihren Rang jedoch ganz anders. Das ranghöchste Weibchen gibt wie alle anderen Berberaffenmütter auch ihren Rang an die älteste Tochter weiter. Das heißt, die Mutter unterstützt ihre Tochter in Streitigkeiten, sodass allen anderen und der Tochter schnell klar wird, dass sie im Rang direkt unter der Mutter kommt. Wird die Mutter nun alt oder stirbt sie, übernimmt die Tochter selbstverständlich den Rang. Das heißt aber auch, die Mutter kann ihre Tochter nicht gegen Ranghöhere verteidigen und es gibt somit keinerlei Aufstiegschancen für die Töchter. Aber keine Sorge, unter optimalen Haltungsbedingungen wie hier am Affenberg hat auch das rangniedrigste Weibchen ein schönes Leben. Ja, soweit Spannendes und Wissenswertes zu unseren Berberaffen. Jetzt habe ich noch 3 kurze Hinweise für euch. Zum einen an alle Kinder, die ein Fragespiel an der Kasse bekommen haben. Füllt das aus und werft den Losabschnitt am Souvenirladen in die Box. Es gibt tolle Sachen zu gewinnen. Für all diejenigen, die bei unserer Schnitzeljagd mitmachen und nach Amia suchen, sie wurde zuletzt am Steg gesehen. Und für diejenigen, die jetzt etwas später dazugestoßen sind und noch eine ganze Fütterung sehen möchten, die nächste findet um 16 Uhr wieder oben am großen Platz statt. So, falls es jetzt noch Fragen gibt, dann würde ich mich freuen, diese zu beantworten. Zu den Affen oder zum Park? So soll das sein. Falls später noch Fragen aufkommen, dann sind meine Kollegen und ich am Rundweg gerne für euch da. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das solle mitraten und ich wünsche noch einen schönen Tag hier am Affenberg Salem. Dankeschön.
quasi Entenfutter, gell? Stimmt. Stimmt. Oh, hier sind sie schon fast. Na, da kommt der. Jetzt kannst du dich da mit einem Puppe draufsetzen. Naja, wenigstens mal live an. Ja, und jetzt kannst du das Futter einwerfen. Das kommt dann noch. Da ist er. Komm mal her. Party. Der kommt. Das ist ein dickes Ding. Papa, gib mir was ab. Was? Dickes Ding. Papa, kannst du mir bitte was abgeben? Da wäre doch was für heute Abend. Riesenfischer. Schockiert hier auf den Lärmfang. Also oh, jetzt guck mal. Jetzt mal dann das. Oh, das ist Mama. Oh, ja. Kleine, gell? Das kleine, gell? Ja, aber es sind noch zwei. Das ist die eine Mama, oder? Покажи, бац, я рибица на рибица на ребятина. Kleine nur, gell? Die Kleine. Ich glaube, dass wir jetzt einen Fisch kommen und sagen, was ist das? Schatz. Was ist das? Ein roter Kopf. Ja. Die haben noch nicht dieses Neopren, gell? Ja. Das ist so abfedert. Oh ja. Alle Schwäne. Aber die will sie bestimmt auch sehen. Warte mal. Ein zweiter. Ah, die sind nur Junge. Aber ich glaube, ja. Ja, ja. Da vorne ist vielleicht nochmal. Das sind Junge, ja. Nee, da vorne ist noch was. Ja, aber ich muss das auch. Ich muss das Fisch und Fisch. Ich hätte mir heute fast eine geholt. Ist ja in Ordnung gewesen. Thank you.
In deinem Schatten. Ein stolzes Tier. Ja, alle aber irgendwie, gell? Ja. Voll. Oh ja. Wegen mir kann man das dann nicht mehr.